Herzlich willkommen zurück zu Knights of the Old Republic mit Arezu. Ich bin Arezu, das hier ist meine total angeschlagene Gruppe. Jolie, hi und zwei bitte. Nachdem uns gerade ein paar Viper Kinves angegriffen haben, geht's uns nicht sonderlich gut. Aber das wird schon wieder. Klar. So, unsere momentanen Quests. Zum einen Sternkarte finden, ist klar. Zum anderen unbewaffnet auf die Suche nach mandalorianischen Söldnern gehen. Aber ich gehe jetzt erstmal gleich zu Freya. Wenn ich mich nicht irre, dann ist das der Vater von Saiba, oder? Und von Shulan. Ich habe es. Na. Stirb. In diesem Falle haben wir damit unseren zukünftigen König gefunden. Hey Freya, hallo! Und zack, ups, ich hab dich zerstört. Das tut mir leid. Noch mehr Tscherkagatten? Ist nicht mal Kashyyyks Herz vor euch sicher? Er ist verwildert. Reiß dich zusammen, Freyr. Wir sind Freunde. Erkennst du mich nicht? Nach Jahren hier unten weiß ich nur, dass man Fremdlingen nicht trauen kann. Ich werde dich töten, bis du stirbst. Ich trau mich immer nicht, ja, zu klicken. Ja, das könnte schwierig werden. Gut, da töten wir ihn tatsächlich, bis er stirbt. Könntest du mal kurz... So, wie sieht... Was? Was um? Was zum Teufel ist los? So, was ich gerade wollte, war ein bisschen Betäubung. Bitte. Ja, du. Warum benutzt du eigentlich da und das? Benutzt mal das hier. Ich hab dir das nicht umsonst beigebracht. Ihr braucht. Und da geht schon jemand da down. Okay, jetzt müssen wir tatsächlich mal Kenduis aufleveln. Attribute, was bekommt er denn? Geschicklichkeit, damit er besser trifft. Fähigkeiten, Heilung, damit er sich besser heilt. Wobei ich glaube, das betrifft gar nicht seine Selbstheilungsfähigkeiten. Verbessert die Wirkung von Medikits. Wahrscheinlich war es total umsonst, das hier die ganze Zeit zu machen. Dann mache ich mal irgendwas anderes. Computer, nicht wirklich seins. Eigentlich das alles nicht. Gut, gebe ich ihm Bewusstsein und Sprengstoff vielleicht? Ja. Oh, hab nicht hier noch Punkte. Ist nicht das, was er können sollte. Dann auch das nicht. Sprengstoff an sich auch hier reparieren. Auch nicht. Sicherheit auch nicht. Mir fällt gerade auf, ich habe vergessen, die Punkte zurückzunehmen. Okay. Dann geben wir ihm jetzt den Punkt in den Computer und er hat immer noch nicht genug. Für Sprengstoff könnten wir ihn begeistern. Dann bekommt er Sprengstoffpunkte. Und Technikexperte? Nein. Gab, glaube ich, auch irgendwas für Sprengstoffe. Implantat? Ja, er hat ja schon eins, aber eigentlich müsste er das direkt haben. Weil ich glaube, dass die Heilung durch ein Implantat kam oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher. Vorsicht. Ah, hier. Charaktere mit diesem Talent haben einen Bonuspunkt auf die Fähigkeiten Sprengstoffeinsatz und Tarnung. So, und weiter geht's. Oh, er hat auch nur dieses eine Level übrig.
Ich bin besiegt. Nimm meinen Kopf, Chaka-Bastard. Du hast nur diese Chance, so wahr ich Freyr von Kashyyyk bin. Jetzt ist die Frage, wie wahr ist es, dass er Freyr von Kashyyyk ist? Chunda schickt seine Grüße. Jetzt sterbt. Sind wir so weit gereist, um einen alten Wookie zu töten? Ich kann das nicht gutheißen. Warum nicht? Er hat uns angegriffen. Halte dich zurück. Ich gebe die Befehle. Hüte deine Zunge, Kind. Ich dachte nur, dass du klug genug bist, verschiedene Möglichkeiten ins Auge zu fassen. Die Lösung ist ganz einfach. Bereitet euch auf euer Ende vor, Freyr. Jetzt bin ich so ein bisschen zwiespältig. An sich bin ich ja an den gemeinen Charakter spielen. Andererseits kann ich Sklaverei nicht gutheißen. Wie kann ich denn beweisen, dass wir keine Feinde sind? Die Worte der Fremdlinge sind voller Lügen. Du kannst mich nicht überzeugen. Ich bin die ganze Zeit versucht, doch noch zwei zu drücken. Was wisst ihr über Zalbar und Chunda? Was? Das sind meine Söhne. Warum nennst du ihre Namen? Sag es mir. Ich bin Airesu Starko. Ich bin mit Zalbar nach Kashyyyk gekommen, oder? Ich bin Airesu Starko. Chunda hat mich geschickt, um euch zu vernichten. Beides ist wahr. Hat aber beides eine vollkommen unterschiedliche Wirkung. Okay, ich sag ihm mal, dass Chunda mich geschickt hat, um ihn zu vernichten. Mal sehen, ob wir den Kampf dann noch vermeiden können. Ach, warum hat er so lange damit gewartet? Egal, tu deine Pflicht. Ein Augenblick. Ich kam mit Zalbar hierher vor. Hierher. Zu meiner Schande wurde Zalbar verbannt und versklavt. Bist du der Besitzer meines Sohnes, Fremdling? Und ungefähr. Das spielt keine Rolle. Es beweist nur, dass ich nicht zu den gewöhnlichen Sherka-Sklavenjägern gehöre. Ich gehöre zu den reichen Sklavenjägern. Nein. Stimmt, ich höre dir zu. Mit Vorsicht. Eine Leichtgläubigkeit hat mir schon einmal geschadet. Hätte ich Chundas Lügen erkannt, wäre er als Sklaventreiber entlarvt worden. Und ich hätte Zalbar nicht verbannt. Ich glaubte Zalbar nicht. Ich hörte nur auf die Worte des Älteren. So viel ist die Tradition. Ich war blind aus Scham über seine Tat. Rückblick, Zalbar hat damals mit Hilfe seiner Klauen gekämpft, als er wütend war auf seinen Bruder, wenn ich mich recht entsinne, weil er erkannt hat, dass der seine Artgenossen als Sklaven verkauft. Und man benutzt die Klauen wirklich nur als Werkzeuge, nicht als Waffen. Erklärt mir genau, was mit Zalbar geschah. Warum will Chunda euch jetzt tot sehen? Ja, warum will Chunda dich jetzt tot sehen? Wenn Zalbar zurückkehrt, erkennt mein Volk vielleicht, dass Chunda böse ist. Ich improvisiere mal. Chunda bezeichnet sich als Führer, der sich trotz aller Tragödien in seiner Familie durchgesetzt hat. Wenn jemand erfährt, dass er mit den Sklavenhändlern kooperiert, wäre er entehrt. Ich frage mich... Was fragst du dich? Sprich! Zurück zu meinen anderen Fragen. Jetzt fragen wir noch zu Zalbar aus. Ich werde antworten. Aber auch ich habe eine Bitte. Dann sprich... Ganz ehrlich, der... Unterbricht sich im Satz, er macht Andeutungen und ich darf nicht nachfragen. Das gefällt mir nicht. Okay, was ist denn mit Zalbar genau geschehen? Zalbar hatte herausgefunden, dass Chunda mit der Sherka Corporation kooperierte und sie zu unseren Jägern führte. Punkt, Punkt, Punkt. Chunda erklärte ihr Verschwinden mit den Gefahren in den Schattenlanden. Zalbar verlor die Nerven, als er seine Lügen erkannte. Punkt, Punkt, Punkt. Er hat Chunda mit seinen Klauen angegriffen. Ich hielt ihn für verrückt und verbannte ihn, wie es die Tradition gebot. Hier haben wir Traditionalisten. Sind nie gut. Ich meine, Tradition kann unter Umständen gut sein, aber ein Traditionalist ist jemand, der blind der Tradition folgt. Und das ist in so annähernd 100% der Fälle schädlich. Und Zalbar wurde deswegen ins Exil geschickt.
Und Saibar wurde deswegen ins Exil geschickt? Wann habt ihr die Wahrheit erfahren? Ein Jahr später. Chunda verbreitete Lügen über meinen angeblichen Wahnsinn. Plötzlich hatte ich keine Verbündeten mehr. Bist du dir sicher, dass der Wahnsinn nur angeblich ist? Als Wahnsinnige weiß man das nicht. Er und seine Leibwächter griffen mich an. Sie verfolgten mich bis in die Tiefen der Schattenlande. Punkt, Punkt, Punkt. Damals habe ich ihn kennengelernt. Ich half ihm, seine Verfolger abzuschütteln. Erinnerst du dich jetzt? Ja, ich denke schon. Ich bereue, was ich getan habe. Es ist lange her, dass ich jemandem vertrauen konnte. Oder er mir. Kommt mir ein bisschen gestellt vor, dass wir hier so um die 50 Meter gelaufen sind und dort den lange verschollenen Freyr finden, der einfach nur rumsteht, ohne irgendwas zu tun. Also gut, und was jetzt? Das hängt von dir ab, Alresu Starku. Töte mich oder lass mich meinem Volk von Nutzen sein. Ich könnte Chunda herausfordern, aber es wäre unmöglich, seine Gefolgschaft von seinen Lügen zu überzeugen. Wie? Alle sind auf seiner Seite. Oder das ist langweilig. Ich denke, ich werde euch einfach aus... Nein, fragen wir einfach mal wie. Er hat ein dichtes Lügennetz gesponnen, aber wenn ich an unsere Tradition appelliere, finde ich vielleicht Verbündete. Punkt, Punkt, Punkt. Es gibt eine Legende über einen großen Krieger aus alter Zeit. Er hieß Bakka und wird sehr verehrt. Bakka fand ein abgestürztes Raumschiff, das erste Zeichen für fremdes Leben. Der vorsichtige alte Wookie fürchtete eine Invasion. Zu Recht. Er schmiedete aus den Wrackteilen eine Vibro-Klinge. Sie symbolisierte lange Jahre unsere Unabhängigkeit. Nur unsere wahren Führer hielten sie in ihren Händen. Frage. Wenn er das gefunden hatte, dass das erste Zeichen für andere Zivilisationen war, woher wusste er dann, wie man eine Vibro-Klinge baut? Seine, die wollen mir erzählen, dass die von alleine komplett unabhängig auf genau die gleiche Waffe kamen wie die anderen Völker. Was ich für sehr unwahrscheinlich halte. Möglich, aber sehr unwahrscheinlich. Wo könnte ich sie finden? Was, eine Schnitzeljagd nach einem Schwert? Das muss doch ein Scherz sein. Ja, das machen wir. Das muss doch ein Scherz sein. Leider nicht. Es ist seit Jahrhunderten das Symbol des Königs. Aber vor einer Generation wurde es zerstört. Gut, das ist nicht so lange her. Um die 200 Jahre bei einem Wookie. Obwohl, 300? Ich glaube, 300 Jahre alt werden sie. Hofrava kämpfte damals in den Schattenland gegen ein Ungeheuer. Er suchte die Herausforderung, doch die Bestie war zu stark. Er überlebte, doch die Klinge des Schwerts blieb in der Haut der Kreatur. Der Sage nach verloren wie das Schwert, weil wir nicht länger würdig waren. Innerhalb von einer Generation... Ja, stimmt, das sind ja um die... Wie gesagt, mehrere Jahrhunderte können das sein, da kann sich schon meine Sage bilden. Der Griff ist bis heute im Besitz des Königs. Chunda hat ihn. Wir müssen die Klinge finden, Alresu Starku, um ihn vom Thron zu stoßen. Ich muss mal was trinken. Das ganze Vorlesen geht auf die Kehle. Beschreibt die Kreatur, wo kann ich sie finden? Ich werde schon so. Und ihr meint noch immer, ihr wärt es wert, König zu werden? Nein, aber besser ich, ein Chunda. Er verkauft sein Volk aus reinem Machthunger. Hilf mir, Alresu Starku, bitte. Du bist meine letzte Hoffnung. Du hast mir die Hoffnung gebracht. Ja, fast das gleiche. Gut, beschreib die Kreatur. Wo kann ich sie denn finden? Viele haben versucht, die Bestie zu töten, aber nur wenige haben sie gesehen und überlebt. Und natürlich hat es bisher niemand geschafft, die Bestie zu töten. Vor vielen Jahren, als ich noch jünger war, kam ein Jedi, um Jagd auf die Kreatur zu machen. Ein stolzer und überheblicher junger Mann. Wie viele andere vor ihm kam er nicht zurück. Jolie! Das Biest ist klug. Es erscheint nicht, wenn ihr mit einer großen Gruppe auftaucht. Wenn wir mit einer großen Gruppe auftauchen. Aber wenn wir in kleinen Gruppen zusammenkommen, könnten wir es überraschen. Frisches Blut lockt es an. Bevor Chunda das Ritual untersagte, wurden frische Opfer häufig im Süden dieses Gebietes hinterlassen.
Gut, ich werde versuchen, es zu finden. Könnt ihr mir helfen? Es gibt einen Zeremonienplatz im Süden. Wenn man das Ungeheuer aus seinem Versteck locken will, muss man es, dann muss es dort geschehen, auf traditionelle Art. Der hat's mit seiner Tradition echt. Frisches Fleisch wäre unter Umständen ein verlockender Köder. Ihr müsst ein großes Tier finden. Wie wär's mit einem Wookie? Okay. Groß genug? Ich bleibe hier und überlege, was ich Zalbar sagen werde. Ich habe ihm Unrecht getan. Hoffentlich vergibt er mir. Das ist die richtige Einstellung. Lass die anderen erstmal das große Tier jagen und überleg dir, wie du mit deinem Sohn sprichst. Ich bleibe hier, finde Klinge von Bakka und mach was damit. Finde die Klinge von Bakkas Schwert, Alresu Starku. Ich muss einiges wieder gut machen und deswegen bleibe ich hier und überlege, wie ich mit meinem Sohn rede, wenn du meine Arbeit getan und mich auf den Thron gehievt hast, wo ich aus eigener Kraft niemals zurückgekommen wäre. Entschuldigung, ich muss jetzt wirklich langsam trinken. So. Gut, da haben wir ein Kind was. Oh, Jolie, wie geht's dir denn? Siehst nicht gut aus. Heil dich mal. Im Moment, der braucht auch nicht unbedingt heilen, sondern was kriegt er? Ja, ich weiß nicht, was ich dem jetzt geben will. Bewusstsein hier. Dann findet er die Minen und Kenduis macht sie weg. Was könntest du denn noch machen? Vorsicht! Achso, nee, das bringen wir Kenduis schon bei. Empathie. Ah, Charaktere mit diesem Talent haben einen Bonuspunkt auf die Fähigkeiten Überreden, Bewusstsein und Verletzung heilen. Das ist doch nahezu ideal, dadurch, dass er ja Verletzungen heilen macht und jetzt auch das andere. Das braucht Stufe 12, haben wir noch nicht. Oh, zwei Kräfte kann ich direkt verteilen, das ist nett. Lähmung, schöne Fähigkeit. Lebensentzug brauchen wir nicht unbedingt, aber den Lichtschwertwurf kann wir. Können wir ihm geben. Oder was ist das? Macht Unterdrückung brauchen wir nicht. So, zeig mal bitte die Lähmung. Moment. So. Und wir brauchen. Nein, ich klappe jetzt aber. Da! Ein schönes kleines Kraftfeld und das Tierchen macht nichts mehr. Im Prinzip wirkt es genauso wie die Betäubung, soweit ich weiß. Und hier geht's nicht weiter. Eigentlich könnte ich hier schon die Folge wieder cutten. Wir sind schon bei 18 Minuten. Und mir fällt gerade ein, dass ich ja eigentlich unbewaffnet mal rumlaufen sollte, damit mich die Mandalorianer angreifen. Deswegen lege ich mal schnell die Waffe ab. Und sicherheitshalber lasse ich die anderen auch ihre Waffen ablegen. Und jedes Mal, wenn Kampf kommt... Oh, er hat ja gar keine Rüstung. Das sollte ich vielleicht auch mal machen. Jedes Mal, wenn Kampf kommt, muss ich schnell das ganze Zeug wieder anlegen. Zum Glück geht das mit Waffen. Mit Rüstung geht das nicht. Hallo? Ist hier jemand? Aha, da haben wir schon mal das... Ritual, also den Ritualplatz. Und hier liegen auch tote Wookies rum, aber das wird durch das Ritual gewesen sein und nicht. Wo das Ritual ist verboten, dürfen sie eigentlich gar nicht. Ne, okay, ich mache jetzt den Cut und in der nächsten Folge suche ich weiter die Mandalorianer oder vielleicht auch irgendeine große Bestie, die ich dort aufhängen kann. Ist da ein Hoff... Obwohl, den Kampf machen wir hier noch schnell, ne? Sonst müssen wir direkt den, die nächste Folge mit einem langweiligen Kampf beginnen. Niemand will sowas sehen.
Oh, verdammt, Waffen! Lichtschwert, Lichtschwert. Da. Und... Hast du ein spezielles Lichtschwert gehabt? Gut, dann nimmst du auch das hier. Moment, das gibt mal 10. Auch 10. Achso, das ist die Trefferchance, nicht der Schaden. Aha. Hier, 2 bis 16. Dann ist das hier auf jeden Fall besser. 2 bis 12, 2 bis 12, ja. Das 2 bis 16, dann kriegst du. Hier gucken wir sicher jetzt aber nach. 6 bis 20, das ist schon mal ein ziemlich guter Wert. Auf 6 bis 20, 6 bis 20, 6 bis 24, aber mit einer geringen. Und mal so gering ist die Trefferchance gar nicht. Normalerweise haben wir 16 und hier haben wir 12 und 6. Hier, nimmst du das. Wir wechseln auf ein Doppelklingenlichtschwert. Ist sowieso stylischer. Und Kendoris bekommt seine Waffe, die ich wenigstens zuverlässig erkenne. Wo ist er denn? Da. So, jetzt könnt ihr weiterkämpfen. Und Jody, hau mal ein bisschen Heilung mit rein direkt. Ja, wenn euch mal die Batterie im Lichtschwert ausgeht, dann könnt ihr das genau so benutzen, wie er hier hätte. Das ist natürlich Unsinn, weil die... Obwohl, die Batterie im Lichtschwert kann einem ausgehen. Ist durchaus so, aber... nur wenn man... das unfachmännisch benutzt. Wenn man es benutzt, um... sowas zu schneiden wie Blaster. Also wenn man es nicht zum Schneiden benutzt, sondern zum Beispiel Blasterfeuer abwehrt oder Lichtschwert kann es sein, dann kann die Batterie so gut wie nie ausgehen, weil es einen Energiekreislauf dort gibt. Wenn man allerdings zum Beispiel durch Körperteile durchschneidet, dann wird dabei Energie verbraucht. Anführungszeichen verbraucht. Natürlich wird Energie nicht verbraucht. Oh, hier hat mal wieder jemand was fallen gelassen. Sehr schön. Eine Kinrasleiche. Oh, damit haben wir wohl unser großes Tier. Und noch eine. Okay, dann machen wir direkt in der nächsten Folge das Ritual, würde ich sagen. Okay, noch ganz kurz das mit dem Lichtschwert. Wenn man durch irgendetwas schneidet, was man wirklich materiell da hat, also, dass man auch, sagen wir, dass man anfassen kann. Einen Blasterstrahl kannst du nicht anfassen, da verbrennt dir die Hand. Also wenn du sowas hast, dann kannst du dort mit dem Lichtschwert durchschneiden, aber es verbraucht Energie. Und dann geht die Energiezelle, die übrigens das gleiche ist wie eine Energiezelle in einem Plaster, langsam zur Neige. Und dann müsstest du die theoretisch irgendwann austauschen. Aber im Allgemeinen passiert das relativ selten, weil man das Lichtschwert gar nicht so oft benutzen sollte zum Zerschneiden von Dingen. Ja. Das war das, was ich dazu sagen wollte. Gut, ich hoffe, es hat gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, lebt wohl, hinterlasst Kommentare und adios.